Thema feministische Selbstorganisation an der Kunsthochschule. Wir sind hier mit Cake und Cash von der HFBK Hamburg und Female Intervention von der HFBK Dresden und wollen jetzt einfach ein bisschen reden über das Erleben von patriarchalen Strukturen und feministische Selbstorganisation und Erfahrungen. Zuerst wollen sich die beiden Kollektive vorstellen. Anne, willst du anfangen für Cake und Cash? Ja, hallo. Wir sind hier heute Laura, Farina und ich von Cake and Cash Curatorial Collective. Und genau, wir sind eigentlich 8 Personen, aber jetzt heute zu dritt hier. Und wir kuratieren aktuell die Hochschulgalerie in der HFBK in Hamburg. Und wir haben uns vor ungefähr einem Jahr, ja, mehr als einem Jahr gegründet. Das Ganze so ein bisschen hat gestartet, als wir uns einfach unterhalten haben und uns ausgetauscht haben über, über Erfahrungen, die wir machen an der Hochschule, wie so das Kunststudium gestartet ist und was wir für leider auch beschissene Erfahrungen gemacht haben an der Uni und haben gemerkt, dass uns voll ein Raum fehlt, um uns darüber auszutauschen. Das ist irgendwie viel, dass man mit FreundInnen darüber reden kann, aber dass es eigentlich keinen Raum gibt, der auch in der Institution verankert ist, um sich darüber auszutauschen und auch diese ganzen Probleme, die so dahinter stehen, sichtbar zu machen. Und genau, die HFBK-Galerie ist ein Ort, auf den kann man sich bewerben als Studierende, um dann zu kuratieren für ein Semester bei unserem Hochschulpräsidenten, der auch die Professur hat für Kuration. Und als wir uns einfach weiter über diese Themen ausgetauscht haben und unsere Erfahrungen, haben wir gemerkt, dass wir einfach diesen Raum mal nutzen wollen dafür, haben ein Konzept geschrieben und uns beworben und auch direkt 2 Semester bekommen. Also wir haben jetzt seit November diesen Raum und sind auch schon eingezogen, treffen uns aber halt schon seit einem Jahr, seit Corona online, wöchentlich oder 2-mal die Woche, je nachdem, was wir gerade noch für Projekte zusätzlich zu der Galerie machen, wie zum Beispiel ein überregionales Vernetzungsfestival, was jetzt im Dezember stattgefunden hat, das Pop and Squat Festival. Genau, und unser Konzept basiert darauf, dass wir jetzt ein Semester lang ein Recherchelabor bzw. Büro in der Galerie eingerichtet haben. Es gibt eine fantastische Palmentapete und ansonsten eigentlich nur uns selbst, wie wir in dem Raum arbeiten und im nächsten Semester, im kommenden Sommersemester, dann Workshops und Vorträge und eben auch inhaltliche Ausstellungen zu den Themen, die uns interessieren, die auch ganz explizit feministisch sind, genau zu organisieren und wollen die Arbeit, die wir, also die ganze Arbeit, die dahinter steht, wie wir organisieren, wie wir Sachen besprechen, wie unsere Pläne ablaufen und so weiter, eben sichtbar machen und stellen eigentlich uns selbst aus, wie wir darin arbeiten und wollen unsere Prozesse sichtbar machen. Das Ganze versuchen wir mit einer Publikation, die sich an der Außenwand der Galerie erweitert. Die wächst nach und nach da heran. Genau, und jetzt in diesem Semester ist unser Raum Flint-only. Das heißt, wir wollen erstmal darauf aufmerksam machen, was es an Repräsentationen, auch allgemein im Kunstfeld natürlich, aber eben auch an der Hochschule, fehlt und diese Repräsentation, diesen Mangel an Repräsentation eben durch unser Galeriekonzept selbst ausstellen und thematisieren, was sich jetzt erstmal auf die Themen Sexismus und feministische Organisierung bezieht. Ja, vielleicht erstmal soweit. Vielleicht wollt ihr von Female Intervention weitermachen. Carla? Ja, hi, moin. Ich bin Carla. Ich komme von Female Intervention aus Dresden. Cool, dass ihr da seid. Hoffentlich hört ihr uns zahlreich zu. Und auch wenn ihr jetzt nicht so aus der Kunstblase kommt, dann könnt ihr natürlich auch gerne dazu allgemeine Fragen stellen. Freuen wir uns sehr drüber. Meine 2 Kolleginnen, Annalena und Lisa, sind auch noch Teil von dem Kollektiv. Und Alex, sie ist heute leider nicht hier.
Annalena sagt jetzt gleich mehr dazu, was wir schon alles gemacht haben und wo so unser inhaltlicher Schwerpunkt liegt. Wir haben uns so 2019 gegründet um den Frauenkampftag herum, haben uns da vor allem mit dem Frauenstreikbündnis zusammengetan und in unserem Moment erstmal drüber nachgedacht, was Streik in Kulturarbeit überhaupt bedeutet oder bedeutet, ist halt wesentlich schwerer ist, jetzt einfach Arbeit niederzulegen. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben uns vor allem Gedanken darüber gemacht, wie wir die Einzelfassen schreiben können, also dann irgendwie so vor uns hinlaufen und schlecht verdienen und so weiter. Also wir haben auch als feministisches Bündnis überlegt, was können wir tun? Wir haben einen Ausstellungsraum in der Hochschule auch genommen, eine Ausstellung organisiert für weibliche Künstlerinnen, einen Streikcafé gemacht und zum Streiktag mobilisiert. Genau, das haben wir 2019. In diesem Jahr, also 2020, sind wir zusammen zum Frauenkampftag. Dieses Mal haben wir auch eine Ausstellung, aber nicht im Hochschulkonzert, sondern haben uns da ein rausgezogen. Warte mal eben. Du hakst manchmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, was wir machen können. Ich habe nicht alles jetzt verstanden. Willst du gucken, ob du irgendwie deine Kamera mal ausmachst und dann redest oder so? Ich weiß nicht so richtig. Versuch mal. Okay, ich hoffe, jetzt ist es besser. Alles klar. Genau. 2020 haben wir auch so eine Ausstellung gemacht. Hört ihr es besser? Alles klar. Genau, eine Ausstellung haben wir gemacht, wo es vor allem um reproduktive Arbeit und Rechte ging, die aber nicht in der HFBK gemacht, also nicht in dem Hochschulkontext, sondern rausgezogen. Im Hochschulkontext haben wir trotzdem einen Raum belegt, das aber vor allem für politische Organisation genutzt, als Raum für Austausch und Vernetzung, auch für andere Bereiche, also genau, Klimagerechtigkeit und so weiter. Außerdem haben wir uns dann noch auf andere Formate irgendwie organisiert, so Wohnungsausstellungen gemacht, auch hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Arbeit, Raum, Individuum, gesellschaftlichen Kontext und eben Institutionskritik. Das ist im Grunde, was wir tun und betreffen uns mehr oder weniger regelmäßig, wahrscheinlich nicht so regelmäßig wie ihr, um eben über unsere momentane Situation irgendwie zu sprechen, als Künstlerinnen, aber auch als einfach Individuen. Genau, das ist eigentlich alles. Cool, vielen Dank. Carla hat es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen. Und dass wir ja nach unserem Talk, der ungefähr jetzt noch so halbe, dreiviertel Stunde gehen wird, werden wir die Fragen vorlesen und beantworten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir freuen uns, stellt sie. Genau, und dann geht es direkt los mit unserer ersten Frage. Und zwar wollte ich euch beide Kollektive mal fragen, könnt ihr vielleicht kurz umreißen, wie so die Kunstwelt im Allgemeinen funktioniert? Also jetzt gerade für eben Menschen, die vielleicht nicht aus dieser Bubble kommen, damit man sich so ein bisschen ein Verständnis davon machen kann. Soll ich mal anfangen? Genau, also wir haben da gestern so ein bisschen versucht, irgendwas uns zu überlegen, was man da erklären kann, weil wichtig ist einfach zu sagen, dass wir so eine ganz spezielle Sicht haben, beziehungsweise alle eine subjektive Sicht auf die Kunstwelt haben. Wir sind halt Studentinnen an der HFBK Hamburg und das ist so die Kunstwelt, die wir vielleicht beschreiben können, so ein bisschen. Alles andere nicht so gut. Das ist auf jeden Fall unser Mittelpunkt im Moment. Ich glaube, was wichtig ist, irgendwie zu wissen, wenn man nicht an der Kunsthochschule studiert, ist, dass es so eine Klassenstruktur gibt bei uns, in der man studiert immer bei einem Professor oder einer Professorin in einer Klasse und hat da meistens einen relativ engen Austausch oder viel Kontakt dann zu den Leuten, die in dieser Klasse sind, was dann gut oder schlecht sein kann, je nachdem, was das für Leute und ProfessorInnen
sind. Es gibt verschiedene Theorieseminare an der Kunsthochschule oder auch Werkstattkurse. Genau, und was für mich besonders ist an der Kunsthochschule, weil ich eher aus so einem total grassroots feministischen Aktivismus eigentlich komme und gar nicht, bis vor 2 Jahren gar nicht studiert habe, war so dieser Perspektivenwechsel, der möglich ist, wenn du künstlerisch arbeitest zu einem Thema, als wenn du politisch arbeitest oder nur politisch, und auch diese Kombination. Also du kannst einfach einen anderen Blick einnehmen auf die Sachen, die du bearbeitest, und du bist auch teilweise, also für mein Gefühl, freier, dich mit Themen zu beschäftigen, weil es nicht den Anspruch gibt unbedingt, dass das, was du sagst oder das, was du in den Raum stellst, quasi real funktionieren muss oder eine reale Analyse sein muss. Und das ist für mich das Besondere an der Kunstwelt. Genau. Ergänzt mich gerne. Jo, ich würde einfach gerade nochmal einsteigen. Hinzufügen, dass also die Kunsthochschule als Ort einfach auch super wichtig und bewahrenswert ist, um sich dort auch als Flint-Person oder insgesamt Person, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört, aufzuhalten. Genau. Ja, hört ihr mich? Es ging ja auch so ein bisschen um patriarchale Strukturen in den Kunsthochschulen und wie diese ein bisschen wahrgenommen werden. Und ja, wir kommen halt aus Dresden. Wir hatten eine lange Zeit eine sehr, sehr hohe Männerquote, explizit an Professorinnen in der bildenden Kunst. Und das hat natürlich Auswirkungen auf zum Beispiel studentische Hilfskraftjobs, deren Verteilung. Da teilt natürlich dann auch auf Preise, Stipendien, Projektförderungen und auch ja, diverse andere Sachen wie im späteren Leben dann nach der Kunsthochschule Galerieverträge, wo natürlich männlich wahrnehmbare Individuen höhere Chancen haben, weil sie halt dadurch mehr gepusht werden. Ja. Das sind so Sachen, die da auf jeden Fall auffallen und wogegen man dann natürlich mit diversen Interventionen gegensteuern kann und mehr Aufmerksamkeit auch auf das Thema ziehen kann. Ja, so viel nochmal dazu. Aber Kunsthochschulen sind sehr, sehr wichtig, sie zu verändern und zu renovieren auch. Das geht schon ganz in die Richtung unserer nächsten Frage. Anna, du wolltest noch was sagen? Ja, das geht auch schon etwas über in die nächste Frage, aber ich glaube, was meine persönliche Erfahrung erstmal war, als ich an der Kunsthochschule angekommen bin, ist so schon ein seltsamer Vibe auf eine Art, wenn es darum geht, dass eigentlich alle sehr politisch sind, sehr kapitalismuskritisch, und dass es so eine Art Konsens vermittelt wird, dass das dem so ist, aber trotzdem redet niemand drüber oder es ist schwierig, darüber ins Gespräch zu kommen. Und gerade männliche KommilitonInnen das so in sich aufsaugen und halt so davon ausgehen, ja, ich bin total politisch, ich muss da gar nicht drüber reden, und was willst du da jetzt drüber reden, geh weg. Solche Erfahrungen, ich mich sehr irritiert haben, gerade im Start in das Kunststudium, weil ich da eine ganz andere Erwartungshaltung hatte, vielleicht ähnlich wie Laura, dass ich dachte, ich kann da eigentlich meine politischen Interessen und meine künstlerischen miteinander verbinden und muss die nicht so auseinanderzerren. Und das war aber das, was mir auf jeden Fall erstmal beigebracht wurde, dass ich das muss. Und genau, aber vielleicht machen wir erstmal die nächste Frage weiter. Genau, dann machen wir weiter mit könnt ihr genauer benennen, wo und wie ihr patriarchale und auch klassistische Strukturen im Kunstbetrieb oder an der Kunsthochschule so wahrnehmt? Vielleicht Beispiele? Ja, genau, damit würde ich einmal
Anfang in der Kunstwelt ist immer noch dieser Mythos vom Einzelgenie total verbreitet. Also dieser Genius-Künstler, männlich weiß, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und einfach nur aus sich selbst heraus schöpfen kann und muss, weil er gar nicht anders kann und die ganze Zeit nur am Machen und Schaffen ist. Und das wurde auch schon viel besprochen und bearbeitet, aber irgendwie ist es halt immer noch nicht überwunden, diese Ansicht. Und das funktioniert sehr, sehr gut, zusammen halt mit patriarchalen Strukturen, weil wenn junge, angehende Künstler reinkommen in eine Kunsthochschule, dann müssen sie ihre eigenen patriarchalen Strukturen wenig hinterfragen, weil sie mit den Vorstellungen an die Kunsthochschule kommen und da auch teilweise Unterstützung finden bei Professoren, die eine ähnliche Meinung haben. Und insgesamt ist es halt so, dass die Kunstbubble ja auch nur bestehende patriarchale Strukturen reproduziert. Also wir leben eben in einer patriarchalen Welt und das ist in der Kunstbubble nicht anders. Und da kann man halt immer wieder die Frage stellen, so wer spricht eigentlich und warum und wer bekommt warum wie viel Aufmerksamkeit. Das geht ja schon so in der Schule los, im Kunstunterricht. Uns allen wird ein total männlicher und weißer, eurozentristischer Blick auf Kunst gelehrt. So, da ändert sich gerade auch ein bisschen was. Also gerade an der Kunsthochschule bekommen wir da auch viele andere Einblicke. Aber ich glaube, dass das so die Regel ist. Und ja, ein anderer Punkt, wo sich das widerspiegelt, das hatte Lisa eben auch schon kurz angeschnitten, ist eben die Lehre. Wenn ich mir meinen Fachbereich angucke, so, da sind immer noch überwiegend weiße Männer, die dort lehren. Also so wir haben eine Professorin. Und das finde ich schwierig. Also es erstaunt mich auch. Es erstaunt mich immer wieder, dass es halt so jetzt 2020 ist und so mir halt nur alte weiße Männer was erzählen wollen. Und genau, so klassistische Strukturen, klar, wer arbeitet später als Berufskünstlerin? Das ist ja die Ausbildung, die wir eigentlich bekommen. Wer kann überhaupt Kunst studieren? Kunst ist ein ziemlich teures Studium. So, man muss sich Materialien und sowas selber finanzieren. Es gibt zwar Werkstätten, aber Kunst machen kommt viel von Übungen und Zeit da reinstecken und wie viel Zeit hast du eigentlich, wenn du nebenbei arbeiten musst und um dir erstmal deinen Lebensunterhalt zu finanzieren und dann eben auch noch die ganzen Materialien. Und es ist halt ein Märchen, dass Leute lieber sich Farben kaufen als essen. Und da haben es halt Menschen, die eh aus einer höheren Klasse kommen, einfach viel, viel einfacher. Es ist auch eine sehr akademische Welt. Wenn die den Sprech schon vorher gelernt haben, bringen solche Leute einfach viel kulturelles Kapital schon mit von Anfang an. Jetzt rede ich schon so lange, sonst mach erstmal jemand anders auch weiter gerne. Ja, super spannend, auch zu dem, was, also passt auch, finde ich, sehr zu dem, was Anne vorhin gesagt hat, dass irgendwie es diese Strukturen total gibt, aber gleichzeitig es vielleicht auch schwierig ist, sie zu thematisieren, weil es irgendwie gleichzeitig auch dieses Selbstverständnis gibt von, wir sind doch eigentlich alle irgendwie politisch, aber eigentlich auch nicht auf eine Art, dass wir es irgendwie thematisieren oder so. Naja, Annalena, du wolltest weitermachen? Genau, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Also ein ganz ähnliches Gefühl hatte ich da auch immer so. Ich habe mich am Anfang auch total gewundert von meinem Studium, so warum ich irgendwie mich nicht traue, mich zu melden, warum ich das alles nicht hinkriege, warum ich denn so dumm bin in so einem Moment. Aber das ist, glaube ich, auch ein Problem, was halt besteht, dass so extreme Hierarchien bestehen, dass irgendwie so Rektor, ProfessorIn, dann irgendwie wissenschaftliche MitarbeiterInnen, dann so ein paar Studis und dann so die Studis, die vielleicht ohne Abitur gekommen sind und die eventuell auch keine Bildungssprache gelernt haben in ihrem Elternhaushalt, ne? So. Und dann gibt es irgendwie diese Momente von, man steht gemeinsam oder man sitzt gemeinsam in einem Vortrag so und man traut sich einfach nicht, eine Frage zu stellen, weil schon so über akademische Fragen gestellt wurden und man denkt sich einfach so, scheiße, ich will es eigentlich gern wissen, aber vielleicht ist die Frage einfach zu blöd. Und es geht ja jetzt nicht nur mir als Individuum so, sondern das kenne ich von ein paar Kommilitoninnen auch, also dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Und
Also das Geld ist natürlich eine Sache, man kann dann irgendwie anfangen zu zeichnen, aber man kommt da nicht raus aus dem Zeichnen, weil Bronzeguss kann man sich nicht leisten. So, das sind einfach also Einschränkungen, die bestehen und die halt auch bleiben und wo sich halt auch niemand mit auseinandersetzt und niemand einen unterstützt. Und eben diese Klassenstruktur, die wir schon mal angesprochen hatten, so, dann geht die Professorin eben ein mit den Leuten aus der Klasse im Restaurant und fragt aber halt nicht nach, wer sich das jetzt nicht leisten kann. Ne? Also dann sagt man halt so, hey, sorry, ich bin mal raus, so, holt sich sein Big Beer, latscht selber zur Galerie so und nimmt sich damit aber aus diesem ganzen sozialen Gehabe raus und fällt damit auch aus so ganz vielen so irgendwie sozialen Dingen raus, wo man dann wieder bei so Preisvergaben ist. Also wenn man nicht gekannt wird, wenn man eben nicht mit zu einem Restaurant geht und nicht mit nett quatscht, dann kriegt man auch diesen scheiß Preis nicht. Und das sind alles so Dinge, man fällt ganz, ganz oft durch so ein Sieb durch und darüber wird eigentlich gar nicht geredet. Ja, voll, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist irgendwie, das zieht sich irgendwie durch alle verschiedenen auch Bereiche an der Kunsthochschule. Und ich wollte da einmal kurz ein kleines Positivbeispiel einbringen, dass ich das tatsächlich einmal in einer Klasse für Social Design, da macht es vielleicht auch Sinn, dann eben andere Strukturen zu praktizieren, es erlebt habe, dass es tatsächlich die Frage gab, wer kann sich das nicht leisten und dann finden wir einen Weg, du kannst mitkommen auf die Exkursion. Und das hat dann auch immer geklappt, es konnten immer alle mitkommen, die wollten. Und ja, wir haben auch immer lecker gegessen so und es konnten alle machen. Das war gar kein Problem. Und genau, und dann, worauf ich auch noch, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich weiß nicht, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt, aber dass auf jeden Fall diese Strukturen, die wir jetzt schon angesprochen haben, halt auch meine künstlerische Arbeit beeinflusst haben, also gerade am Anfang vom Studium, dass mir zumindest gesagt wurde, ich soll nicht so politisch arbeiten und das wäre nicht, also ich sag mal, eher mich mit anderen Sachen beschäftigen oder so, oder mit einer Form oder mit einem Material und so, ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht auch interessant ist, aber das war irgendwie in dem Moment einfach überhaupt nicht mein, so der Kern meines Interesses und das fand ich irgendwie ziemlich krass oder auch, dass ich eine sehr ja explizit feministische Arbeit gemacht habe über mehrere Monate und die wurde dann auch von einem Kommilitonen zerstört in einer Nacht, einfach weil er es lustig fand und so, ja, mich würde interessieren, wie inwiefern das auch eben Einfluss hat auf die künstlerische Arbeit, weil ich glaube, das kann dazu führen, dass halt so eine Wut, die man bekommt, also ich glaube, inzwischen ist das bei mir zumindest der Prozess gewesen, dass dieses Wütendsein sich eben dann auch auf meine künstlerische Arbeit oder auch andere Formen, wie jetzt unser kuratorisches Kollektiv, dass das eben so die Motivation dafür war und ist die ganze Zeit, aber genau. Annalena? Ja, da kann ich auch irgendwie was zu sagen. Ich habe auch irgendwie mit Female Intervention angefangen 2019 oder dann abgemacht. Machst du deine Kamera und, wieder aus? Dann geht's besser. Alles klar. Genau. Und hatte das in so einem Gruppenkolloquium nur so nebenbei, neben ganz vielen anderen Zeichnungen vorgestellt. Also, ja. Und daraufhin ist ein sehr großer Streit entbrannt mit meinem Professor. Und diese Abhängigkeit ist ja einfach gegeben. Und wir haben uns dann so einen Monat lang nicht so richtig gestritten, weil ich habe nie was gesagt und dann hat er mich aus der Klasse verwiesen so und es ist total schön, wenn es also in so eine produktive Wut umschlägt, aber es ist halt auch nicht immer so und erstmal steht man halt einfach wirklich alleine da und ist halt so, ja scheiße, was mache ich denn jetzt so, ich kann hier irgendwie nicht frei arbeiten, ich habe jetzt irgendwie erwartet, ich kann hier mich politisieren und daran arbeiten und es passiert nicht und bis man zu so einem Moment kommt und eben auch, das ist ja eben so diese, auch aus einem patriarchalen Gedanken heraus bestehende Vereinzelung, dass man dann, ja, du machst jetzt was anderes, du gehst jetzt raus, so, das ist schon eine Struktur, die man erstmal brechen muss. Und das haben wir dann auch erst so, ich weiß nicht, nach einem halben Jahr oder so geschafft, als dann Alex auch die Klasse verlassen hat. Da haben wir dann Female Intervention gegründet, genau, und dann mit sowas eben angefangen, uns da zusammenzutun, so. Aber diese Wut muss erstmal produktiv werden. Lisa, du wolltest weitermachen? Eben zu so einer Art von Struktur und dieser Wut und sich so ein bisschen selbstständig auch zu machen, unabhängiger von den der diversesten ProfessorInnen. Bei uns gab es lange Zeit auch explizit nicht die Möglichkeit, zu einer
Frau zu wechseln. Man hätte zu einer Frau wechseln können. Ich sehe diese Frau als Antifeministin. Das war die Möglichkeit, die es halt gab. Viele, viele Männer und eine Frau. Und die Wahl gab es da halt auch nicht. Und da gab es auch verschiedene Versuche, auch mal eine freie Klasse zu gründen. Eine Klasse, die halt unabhängig ist, sich dann ProfessorInnen einlädt und halt unabhängig von diesem Klassensystem, von diesen Professoren halt agiert. Hat nicht sonderlich gut funktioniert, weil wir keine Förderung dafür bekommen haben. Und wer keine Förderung für sowas bekommt, kann dann natürlich nichts aufbauen. Schade, aber der Versuch war da, kann man nur immer weiterempfehlen, freie Klassen zu gründen, wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht. Jetzt sind wir eigentlich schon ganz natürlich in unsere nächste und letzte Frage reingeslidet, und zwar so die Möglichkeiten, aktiv zu werden oder wie man eigentlich wirklich intervenieren kann. Und genau, da wollte ich euch fragen, was eure Erfahrungen damit sind und was ihr für Möglichkeiten gefunden habt für euch. Anne? Ja, also Lisa hat gerade schon das Wichtigste ja angesprochen. Gerade dieses Banden bilden, sich eine Gruppe suchen mit FreundInnen oder auch noch nicht so engen Menschen irgendwie darüber sprechen, was scheiße ist und was irgendwie nicht gut läuft, und dann, glaube ich, mehr eine, sag jetzt mal, eine größere Stimme gemeinsam zu bilden, die dafür sorgt, dass man halt sprechfähig wird und handlungsfähig, was sozusagen, glaube ich, wir alle relativ am Anfang vom Studium ja schon beschrieben haben, wie schwierig das ist. Und genau, zum Beispiel gab es im Grundjahr, wo Laura und Farina drin waren, vielleicht könnt ihr da gleich noch mehr zu sagen, eine feministische Gruppe, die sich regelmäßig getroffen hat und sich ausgetauscht hat. Sowas gab es nicht, als ich angefangen habe, aber trotzdem ich irgendwie genau, Leute zum drüber reden, aber habe tatsächlich meine feministische politische Arbeit außerhalb der Kunsthochschule gesucht und praktiziert, weil ich das Gefühl hatte, das ist kein Ort dafür. Und jetzt eben ist es plötzlich der Ort dafür geworden, dadurch, dass wir eine Gruppe gegründet haben, dass wir das Kollektiv gegründet haben, aber auch, weil wir damit nicht alleine sind, glaube ich. Also es gibt verschiedene andere Projekte und Gruppen, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, die jetzt in den letzten circa 2 Jahren an der Hochschule entstanden sind, wie zum Beispiel die Critical Diversity Group. Ansonsten gibt es keine freie Klasse, aber eine experimentelle Klasse. Die wurde von 2 Dozierenden gegründet und initiiert und genau, versucht sich auch im kollektiven Arbeiten. Und genau, also ich glaube, solche Orte, also es ist toll, wenn es so andere Leute machen, initiieren und man mitmachen kann und gleichzeitig eben auch selber irgendwas anzustoßen. Oder, ja, sorry, Laura. Das ist cool. Nee, mir ist noch eingefallen, weil es auch mal so darum ging, auf unserem letzten Podium, wie schaffe ich das eigentlich, also so eine Gruppe zu gründen, wie komme ich eigentlich an die Leute, und wir hatten da so ein bisschen das Fazit, dass es schon irgendwie dann eine geben muss, die sich trauen muss und irgendwie laut sein muss, damit irgendwie die anderen sie finden können. Und dazu ist mir eingefallen, dass ich im Grund ja eben diese Gruppe gegründet habe. Aber das ist auch dadurch passiert, dass ich quasi meine Arbeit dazu benutzt habe, um Leute einzuladen. Also ich habe so einen Workshop mir ausgedacht, wo wir mit Schaumstoff gebastelt haben und währenddessen überlegt haben, was so ein softerer Space für uns sein könnte in der Uni. Also wo wir so mit unseren Bedürfnissen und Emotionen halt irgendwie einfach existieren können, ohne dass leugnen zu müssen, dass es solche Bedürfnisse und Emotionen halt gibt und dass alle die haben. Und dadurch habe ich dann auch mehr Leute aus dem Grund her kennengelernt, und wir haben uns kennengelernt, weil wir da zusammen mit diesem lustigen Material irgendwie gearbeitet haben und uns darin unterhalten haben, einfach dabei so. Und das ist mir jetzt gerade dazu eingefallen, weil das ja schon so eine Frage ist, auch wenn man
gerade an die Uni gekommen ist und niemanden kennt und nicht so richtig weiß, wo sind denn eigentlich die guten, wo sind denn die coolen Frauen und Feministinnen und Flint-Personen, mit denen ich mich gegen die Macke aufleben kann oder zumindest mit denen ich mir einen guten Rahmen schaffen kann, in dem ich irgendwie anders sein kann als in meiner Klasse oder so. Also es gibt ja voll viele Tools. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute so einfach Aushänge in der Uni machen oder sowas wegen irgendwas. Und dann, also ich glaube nicht, dass man immer so voll nach außen gehen muss, wenn man sich das nicht traut. Aber für mich war diese Lösung mit dem, ich mache einfach eine kollektive Arbeit sozusagen oder initiiere das so. Es war für mich irgendwie eine ganz entspannte Lösung, weil das nicht so, ich musste mich dann nicht so viel trauen, sondern man konnte sich erstmal so ein bisschen auch annähern durch dieses Zusammenbasteln. Ja. Möchte dazu jetzt noch jemand was sagen? Carla? Ja, es ist auf jeden Fall super, wenn eine Person sich traut. Ich habe auch immer wieder leider erlebt, dass Leute, die was kritisiert haben, einfach keine Solidarität erleben durften von ihren Kommilitoninnen. Und daher, also das setzt ja die Person, die dann Kritik übt, in so eine sehr, sehr unangenehme Einzelposition, die einfach extremst belastend ist. Und ich weiß nicht, ich würde da jetzt einfach auch kein Nerv vorwerfen, das zu lassen und sich Spuren außerhalb dieser Hochschule zu suchen, weil man am Ende auch einfach auf seine eigene psychische Gesundheit achten sollte bei diesen Kämpfen. Und da, also es sind echt auch einige Leute, wo ich sagen würde, das hat ihnen nicht so gut getan. Und auch mir selber hat das stellenweise überhaupt nicht gut getan. Ja, ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen, diesen Punkt Raum nehmen und sich einen Raum schaffen. Also so, wir sind jetzt ja mit Cake and Cash so den sehr institutionellen Weg gegangen und genau, haben uns so beworben für diesen Raum und haben ihn auch bekommen und haben jetzt auch so die Infrastruktur, also auch ein Budget irgendwie dafür. Aber sozusagen, ich glaube, dass es voll wichtig ist, sich auf verschiedenen Wegen irgendwie jeden Raum zu nehmen, der irgendwie geht. Und finde es irgendwie so cool und so inspirierend, dass ihr euch, dass ihr den einfach besetzt habt, so, so richtig. Und genau, euch den Raum auf so eine andere Art und Weise genommen habt. Und ja, hab Bock, das auch anzuregen. Marina? Ja, genau. Ich wollte auch nur nochmal darauf eingehen, dass es halt, so ich die Erfahrung gemacht habe, dass es total wichtig und empowernd ist, sich Verbündete zu suchen an der Hochschule. So gerade das Kunstfeld ist irgendwie was super, oder wenn man künstlerisch arbeitet, ist es immer irgendwie sehr, sehr persönlich. Und so die Strukturen an der Hochschule, wenn man sich da nicht wohlfühlt und sich nicht in der Klasse wohlfühlt, wo man ist und immer nur Angst haben muss, irgendwie was zu sagen, so, dann kann man dieses Studium nicht richtig nutzen und dann geht man weniger hin. Und so, seit ich eine Gruppe an der Hochschule habe, gehe ich da wieder gerne hin, so, und traue mich Sachen, und das ist total schön einfach und empowernd und ist gut für die Arbeit von jeder Einzelnen und kann uns gemeinsam voll weiterbringen. Und es ist halt schade, ne, dass wir jetzt irgendwie als Flint-Personen diese extra Arbeit machen müssen. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass wir eine faire Lehre bekommen und dass jede Person die gleichen Chancen hat und man nicht Angst haben muss, irgendwelche Arbeiten vorzustellen, sich unwohl zu fühlen. Und wir machen unbezahlte Arbeit. Also wir gerade, also wir werden bezahlt von der Uni, so, weil wir diesen institutionellen Weg gegangen sind, den Anne gesagt hat. Aber so, das war auch mit einer Intention dabei, dass wir gesagt haben, so, ja, okay, wir haben auch Bock, Kohle dafür zu bekommen, damit wir diese Gelder auch weitergeben können an Leute, die uns was erzählen können und so.
auch im nächsten Semester. Und das ist auf jeden Fall ein ganz guter Dreh- und Angelpunkt, diese Galerie. Da bekommen wir, da kommen Leute auf uns zu und man merkt auf jeden Fall, dass ein Interesse da ist. Und das ist schön, das zu spüren. Cool. Soweit von unserem Input. Jetzt kommen wir zu den Fragen im Chat. Und zwar die erste Frage ist, ihr habt davon gesprochen, dass euer Raum nur für Flint-Menschen zugänglich ist. Die Utopie wäre ja eigentlich ein Miteinander auf Augenhöhe. Ist der Ausschluss von Cis-Männern ein gerechtfertigtes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Gut. Ich fange mal an, ergänzt mich bitte. Voll gute Frage, vielen Dank. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele auch rumtreibt, die wurde zumindest auch schon an uns herangetragen, so wie wir sozusagen unseren Raum gestalten. Und ich würde sagen, es ist gerechtfertigt, so die Umstände machen, dass dieser Raum Flint-only gerechtfertigt ist, weil wir einen Raum brauchen, wo wir uns austauschen können, ohne sozusagen diese Strukturen auch noch an der Backe zu haben. Also Stichwort Raum einnehmend sein, Redeverhalten, dass halt diese Sachen so, ich will jetzt nicht sagen, dass es das unter Flint-Personen nicht gibt, aber darum geht es nicht, sondern mehr darum, dass es, dass wir einfach in Ruhe uns austauschen können, ohne mit patriarchalen Geblubber permanent ausgesetzt zu sein. Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber genau, das ist irgendwie für uns wichtig, um überhaupt erstmal arbeiten zu können, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir dann das inhaltliche Programm im Sommersemester, also es ist jetzt zumindest halt bei uns so das Konzept, überhaupt organisieren zu können. Das wiederum ist dann auch offen für alle, all gender, aber jetzt dieser Raum, in dem wir arbeiten, der ist Flint-only eben für diesen Austausch und gleichzeitig auch, um diesem Thema Repräsentation und wir als Flint-Personen sind in diesem Raum und stellen uns selber aus, wie wir da arbeiten, um das zu thematisieren. Genau. Laura, du wolltest mich ergänzen? Ja, ich wollte nochmal auf den heißen Tipp hinweisen, den wir schon öfter jetzt Leuten gesagt haben, nämlich auch Männer können Gruppen an Hochschulen gründen und sich mit Themen auseinandersetzen. Voll krass. Also Männer, Cis-Männer, ihr könnt gerne, wenn ihr leider bei uns nicht mitmachen könnt im Moment, einfach auch euch einen Raum nehmen und über kritische Männlichkeit sprechen oder uns mal einen Kuchen vorbeibringen. Also so, das ist oft irgendwie so ein bisschen was, wo Leute so überrascht gucken, wenn man sagt, ah krass, Männer können auch sich organisieren und ihre Privilegien reflektieren. Do it. Ich mache es auch ganz kurz. Das ist eigentlich genau, wie ihr beide schon gesagt habt. Ich denke, dass es diesen Flint-Only-Raum als Starting-Point einfach braucht, um als Gruppe und als Individuen so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, das dann ein besseres Miteinander schafft. Und ja, ich denke, aufeinandertreffen tun wir danach hoffentlich mit ganz vielen Individuen, die zum Beispiel ihre Privilegien reflektiert haben. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn auch feministische Arbeit nicht zwangsläufig immer in feministische Gruppen ausgelagert werden würde, sondern irgendwie, ja. Genau, nächste Frage ist, inwiefern bildet nicht nur die Struktur der Hochschule die patriarchalischen Zustände in unserer Gesellschaft ab, sondern auch das, was durch die dort produzierten künstlerischen Arbeiten dargestellt wird? Kompliziert. Also, wenn ich das richtig verstehe, die Frage dann, inwiefern bildet? Ja, also
ich weiß jetzt nicht, ob inwiefern, aber was mir dazu einfällt, ist, dass wenn bestimmte Leute an der Hochschule viel überrepräsentiert sind, zum Beispiel weiße bürgerliche Männer, dann werden ja auch mehr Arbeiten produziert von diesen Männern, die dann irgendwie auch ein bisschen den Kanon vorgeben oder eine Richtung. Also Lisa? Ich habe dazu eher sowas wie eine Frage. In unserer Hochschule ist es vorgekommen, dass ein Mitkommilitone, ein Mann, sehr oft nackt gemalt hat. Was er gemalt hat, waren auch teilweise sehr verstümmelte weibliche Genitalien. Und es ist halt die Frage, insofern, es wurde auch an den Professor von Mädchen heran, also von Frauen herangetragen, dass das ein sehr unschönes Verhalten ist und dass das Angst macht. Und es wurde mit wenig Verständnis dafür umgegangen, sehr, sehr wenig, weil es ist ja Kunst, man kann das ja niemandem verbieten. Und also es ist halt kein Entgegenkommen, keine Zwischenlösung irgendwie gefunden worden. Wie geht man mit sowas um? Weil das sind auch patriarchale Zustände. Ein männlicher Professor zu einem männlichen Kommiliton, der verstümmelte weibliche Genitalien zeichnet. Vollkommen okay. So, also, aber versteht ihr, was ich meine? Der Umgang. Super interessant. Super komplizierte Frage auch meiner Meinung nach. Ich würde wegen der Zeit jetzt trotzdem direkt zur nächsten Frage übergehen. Führt die Reproduktion von Feindbildern dazu, dass man selbst ewig Randgruppe bleibt? Ich fange mal an. Also ich frage mich gerade, ob die Frage auf den Flint-Only-Raum sich bezieht und den Ausschluss von cis-männlichen Personen. Nein, das glaube ich nicht. Also zum einen glaube ich nicht, dass wir ein Feindbild reproduzieren dadurch, sondern eigentlich wollen wir einen Raum für eben unseren Austausch und eine Art von geschütztem Raum schaffen, dass wir eben überhaupt darüber sprechen können. Also wie wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Und ich sehe uns auch nicht als Randgruppe, sondern als halt den größten Teil, also den kann ich jetzt nicht mehr sagen, die Hälfte oder den größten Teil der Gesellschaft. Und sozusagen, ich kann nachvollziehen, dass ich das vielleicht als ein, dass man mit diesem, dieser Grenze von Flint Only für den Raum selbst sich vielleicht als, dass es wirkt, als würde man sich irgendwie so zurückziehen oder so, aber so ist es gar nicht, dass weder die Intention noch bisher unsere Praxis, weil das eher dazu geführt hat bisher, dass sich viele Leute gemeldet haben bei uns, die Bock haben, auch irgendwas irgendwie mitzumachen, irgendwas zu machen oder auch nur ein Projekt zu besprechen oder zu zeigen. Und von daher ist es eher eine gegenteilige Erscheinung, würde ich sagen, dass das bei uns dazu führt, dass einfach noch mehr Leute dazukommen und nicht andersrum. Genau, von daher würde ich diese Frage mit Nein beantworten. Laura, du willst noch ergänzen? Ja, ich habe jetzt die Frage auch darauf bezogen, auf das, was du sie bezogen hast, Anne. Für mich ist es so ein bisschen irritierend, dass, also wenn ich die Frage richtig verstehe, dass das oft dann so Thema wird, wenn Frauen, Lesben, Interpersonen, Non-Binary und Trans-Leute irgendwie sagen, wir haben jetzt hier unseren eigenen Raum, dass das immer so dann so negativ besetzt ist. Also es geht mir ja nicht um die Männer in dem Moment, wo ich mir diesen Raum nehme, sondern um uns. Also die, das Tool in dem Moment ist, dass wir bestimmte Leute nicht dabei haben wollen, weil wir, wenn die dabei sind, nicht über bestimmte Sachen sprechen können. Und das Ziel ist für mich, dass wir uns empowern können, dass wir uns irgendwie stärker und sicherer fühlen und deswegen auch
besser arbeiten können, anders arbeiten können, anders sprechen lernen miteinander. Und dafür muss ich dieses Tool benutzen, aber ich denke jetzt nicht die ganze Zeit an die Männer als Feindbild. Ich finde Männer auch total süß und ich stehe voll auf die und keine Ahnung. Also so, darum geht es aber nicht. Es ist nicht immer alles irgendwie, es geht nicht alles um Männer, sondern es geht in dem Fall, es geht einfach um uns und um unseren Raum und um das, was wir brauchen, um arbeiten und da sein zu können. Und ehrlich gesagt nervt mich das dann auch, wenn Männer rankommen und sagen, ich darf jetzt nicht. Ja, du kannst halt in der ganzen Hochschule gut arbeiten und ich kann in diesem einen Raum gut arbeiten, so gefühlt. Und komm, entspann dich einfach. Es geht nicht alles nur um dich, sondern es geht hier um uns. Und das ist wichtig. Und es geht nicht darum, dass wir Männer scheiße finden, sondern es geht darum, was wir wollen und brauchen. Vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, also genau, es geht eben auch nicht darum, jetzt mit unserem hochschulinternen Galerieprojekt die feministische Revolution anzuführen, sondern die wollen wir natürlich alle zusammen machen, aber die halt nicht, das gibt leider noch nicht morgen und deswegen brauchen wir erstmal diesen Raum und genau, ich glaube, das sind dann eher auch andere Strukturen, die dann nochmal greifen, also wie ihr von Female Intervention eben zusammen mit dem 8. März-Bündnis, mit irgendwie nochmal ganz anderen Formen von Organisierung arbeiten. Genau das noch als Ergänzung. Olivia, sorry, dich unterbrochen. Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, wir haben jetzt leider nur noch 2 Minuten, deswegen würde ich schnell noch die letzte Frage vorlesen. Genau, und vielleicht können wir da noch ganz schnell darauf antworten. Hi, mich verwirrt der Begriff Patriarchat immer ein wenig. Inwiefern ist das im Alltag vorhanden? Ich habe mal mit Medieninformatik angefangen und habe dann zur Informatik gewechselt, weil die Medienberufswelt mir nicht gefallen hat. Und jetzt programmiere ich Roboterschwärme, bin super happy mit dem ganzen Werdegang. War mein Geschlecht weiblich nie relevant. Ich denke nicht, dass alles zwischen Frauen und Männern gerecht ist. Für mich der größte Konflikt sind Kinder, da ich das Gefühl habe, als Frau mehr Verantwortung für den Nachwuchs zu haben, was mein Berufsleben einschränkt. Aber abgesehen davon, kann jemand Beispiele für das Patriarchat geben? Wer will ein schnelles Beispiel für das Patriarchat geben? Ich fand, das war schon ein ganz gutes Beispiel, ehrlich gesagt. Also ich habe auch ein Kind und keine Ahnung, also ich habe irgendwie Glück, weil wir uns zusammen um das Kind kümmern und ich trotzdem irgendwie alles machen kann. Aber das ist, glaube ich, bei den meisten Frauen nicht so im Patriarchat. Carla, was meinst du? Ich denke, Kinder ist genauso der Ansatzpunkt, der sich da so bildet. Das sind die. Es fängt schon mit der reproduktiven Gerechtigkeit ein bisschen an, dass du da als Frau, wenn du halt kein Kind möchtest, echt ganz anders dastehst als ein Mann. Kann man vergleichen, wenn man sich sterilisieren lassen möchte, wie da die Rechtslage ausschaut bei Männern und Frauen. Und die Frage stellt sich, warum ist es so? Und dann natürlich, dass du beruflich als Frau auf jeden Fall zurücksteckst mit dem Kind. Das ist, du kannst nicht Netzwerken gehen in dem Maße, weil Kind zu Hause oder sowas. Aber wir haben keine Zeit mehr. Ich sehe es schon, ich höre auf. Aber spannendes Thema. Anne und Farina wollten jetzt noch schnell was sagen und dann müssen wir, glaube ich, wirklich leider aufhören. Okay, ich mache ganz schnell. Noch so ein paar andere schnelle Beispiele, die mir jetzt in meinem Alltag einfallen, sind halt Formen von sexueller und sexualisierter Gewalt, Übergriffigkeit, Raumeinnahme, Redeverhalten, mit denen ich tagtäglich konfrontiert bin, die ich halt als patriarchale Strukturen lese und wahrnehme und auch so analysieren würde, weil sie mich eben einschränken und weil sie ganz konkret auf eine männliche Sozialisation zurückzuführen sind. Und genau, sorry, Farina. Ja, passt. Ähnlichen auch. Also so, wenn ich auf die Straße gehe, mein Körper ist immer eine Projektionsfläche. Ich muss mir immer Gedanken darüber, also so, es wird kommentiert, mein Aussehen wird kommentiert. So, ich kann nicht einfach so in die Öffentlichkeit, in den Raum gehen, ohne das Thema ist. Auch nur ein kurzes Beispiel, aber jetzt auch Schluss. Genau, ich glaube,
Ja, da müssen wir jetzt leider wirklich das Gespräch abschließen, obwohl es super spannend wäre, noch weiter zu diskutieren. Genau, ich glaube, Laura, du wolltest noch kurz was sagen? Ich habe nur gedacht, ob ihr uns noch irgendwo kontaktieren wollt, vielleicht an die Leute, die jetzt zuhören. Also wir Cake and Cash haben auf jeden Fall eine Website, da findet ihr unsere Mailadresse. Die Website ist cakeandcash.hfbk.net und da ist dann alles weitere zu finden. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen Dank für eure Fragen und ciao, viel Spaß noch mit den anderen interessanten Talks und Inputs.